So Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar Racketeer. Ja, ein Itest Sharp Tail, ja. Ja, was soll ich sagen? Geiles Spiel, doch leider nur in Englisch. Von Easy, GameStation, Cape Flugger, egal. Persönlich eins meiner Lieblingsspiele. Relativ geil, und wir fangen gleich mal mit einem neuen Spielstand an. Und hat eine interessante Storyline. Oh mein Gott. Sie schläft ja immer noch. Sie hat wirklich nicht verstanden, wie wichtig der Tag heute ist. Ich kann keinen weiteren Bissen mehr essen. Aber ich finde immer Süßigkeiten in meinem Zimmer. Lecker. Oh mein Gott. Na, wen haben wir denn da? Wachen Sie bitte. Wach auf, bitte. Unsere kleine Hauptheldin. Okay, Rackety. Oder wie man es auch immer ausspricht. Welchen falsch ausspreche, sehe ich schon jetzt, wie Marston mir über Skype schreibt, wie man es richtig ausspricht. Oh ja, was wäre wie? Guten Morgen. Es ist nicht die Zeit für Guten Morgen, Rakete. Oder hast du geplant, den ganzen Tag nur mit Schlafen zu verbringen? Heute ist der Tag, an dem wir unseren Geschäft öffnen. Was tun wir? Ja, machen wir. Ich will die Story nicht schon im Voraus verraten, weil er fängt gleich mal mitten in der Story auf. So, hör zu, wasch dir erstmal dein Gesicht, damit du einigermaßen anständig aussiehst. Und dann komm zu mir runter. Die Treppen runter. In den Verkaufsraum. Okay, ich bin gleich unten. Das Spiel hat eine sehr schöne Grafik. Tut mir leid, dass du so lange warten musstest. Okay, Tia, lass uns den Laden öffnen. Kapitalism Ho! Neue Hymne. Kapitalism Ho. Rakete, wir brauchen noch irgendwas Wichtiges, bevor wir den Laden offiziell eröffnen können. Und was? Wie würde ein Laden laufen, in dem es nichts zu verkaufen gibt? Ja, wir wären eine ziemlich Niete. Ja, wir haben ja überhaupt gar nichts zu verkaufen. Und was wollen wir jetzt tun? Am Anfang sollten wir erstmal unseren Laden mit Sachen aufstocken. Wenn wir nichts zu verkaufen haben, können wir auch keinen Profit machen. Das ist wahr. Nun, wie sollen wir ihn aufstocken? Der beste Weg ist es, den Markt oder die Schmiedesgilde, nenne ich sie einfach mal, Handwerkergilde, zu kontaktieren. Sie können uns mit Sicherheit Ladezeug verkaufen. Nun, dann lass uns zu dem Ort rennen, wo dieser alte Knacker ist. Der Gildenoperator, bla bla bla. The Government. Der Guild Chief. Ja, ja. Wenn ich das Intro nicht schon halb auswendig kennen würde. Ich kann es aber trotzdem nicht perfekt übersetzen. Wenn du den Laden verkaufen auswählst, einfach durch die Tür gehen. Aber ich möchte den aus Haus verlassen wie ein Actionheld durchs Fenster. To the Eternity End! Rakete. Okay. Nee, wir gehen doch durchs Fenster. Ich will hier raus. Nee, darf ich vorstellen? Süße Grafik. Und so haben wir das halbe Spiel. Mit teilweise ziemlich genialen Gesprächen. So, wir haben nur einen Ort zu hingehen. Das hier ist unsere Stadt mit dem Pub, dem Markt, den Stadtmitte. Die Stadtschlange, die Kapelle, die Abenteurergilde, die unseren Laden und die Handwerkergilde. Konnichiwa. Oh, ein Mädchen und eine Fairy. Ihr seid die Rakete und der Geld. Der. Wie heißen die eigentlich nochmal? Kreditai. Was? Also, das ist ja. Das ist eine falsche Anschuldigung. Wie können Sie mich einfach nur einen Kredit teilen? Genau, Mister.
Sie und ich sind Partner. Vergib mir, Partner also. So, und ihr führt jetzt diesen neuen kommenden Shop. Ja, danke. Tatsächlich wollen wir ihn heute eröffnen, aber wir brauchen noch ein paar Sachen. Wir brauchen noch Hilfe. Gut, was wollt ihr zwei? Wenn es irgendwelche Probleme gibt, ihr könnt mich fragen. Gut, danke für eure Freundlichkeit. Ja, danke für eure Freundlichkeit. Kein Problem. So. Als erstes sollten wir unser Lager aufstocken und ja, hier können wir kaufen. Und zwar Waffen, Rüstungen, alles. Interessant ist allerdings, dass unsere Heldin gar nichts davon ausrüsten kann. Das ist zum Verkaufen, aber hat auch einen anderen Grund. Und ich fange mit dem Wichtigsten an, das Langschwert. Und mehr brauche ich davon eh nicht. Das Talk ist nebenbei nur eine, wie sagen wir, Erklärung der einzelnen Sachen. Gut, das ist dann alles, oder? Ja, das ist perfekt. Gut, dann soll... Wir sollten wiederkommen, wenn unser Lager wieder leerer ist. Ha, genau. Hier, noch ein kleines Extra, so als Startgeschenk. Oh, Walnussbrot. Danke für das Mittagessen. Okay, kleines Mädchen, gib alles. Ja, Kapitalismus, ho. Oh Gott. Adam Smith wäre bestimmt stolz auf uns. Ja, jetzt geht das mal wieder zurück in den Laden und theoretisch... Well, it's time in einem Crashkurs die wichtigsten Sache eines Ladens. Oh mal. Ja, jetzt kommt erstmal eine eigentlich nur Erklärung für die Grundsachen. Die brauche ich jetzt allerdings nicht. Allerdings, du musst den Primärknopf drücken. Den Primärknopf? Du wirst es verstehen, wenn du unter... Sie spricht zu uns und sie kapiert natürlich kein Wort. Das brauchen wir nicht, weil das hier ist nur eine Erklärung, wie wir die Sachen hier hinpacken können. Wir haben ja nur zwei Sachen. Das lange Schwert. Jetzt erklärt sie uns noch, dass es Unterschied gibt, wo wir unsere Sachen positionieren. Sachen, die am Fenster positioniert werden, sollten Sachen sein, die die Leute auf jeden Fall kaufen wollten, die sie in den Laden reinlocken. Die anderen sind da eher zweitrangig, allerdings sind diese dann auch zu verkaufen und deshalb wichtig, die wirklich guten Sachen vorne hinzupacken. Walnussbrot. So, jetzt sind wir fertig. Unsere Sachen sind im Display. Yee! Gut. Ah, keine Sorge. Oh, das reicht fürs Erste. Nun erkläre ich dir erstmal, wie du Sachen verkaufst. Also zur Theke. Und jetzt kommt eine Erklärung, auf die ich gern verzichten kann. Weil jetzt bringt sie uns eigentlich nichts bei, außer wie man jetzt das Ganze richtig verkauft. Was für mich als nicht mehr Anfänger gar kein Problem ist. Vor allem, ich bin froh, dass ich es nicht blind spiele, weil wenn ich es blind gespielt hätte, dann dürfte ich das Spiel zweimal durchspielen, weil ich beim ersten Mal durchspielen... Tama erinnert dich wieder. Beim ersten Mal durchspielen habe ich die letzte Rate einfach nicht schaffen können und durfte das Ganze nochmal von vorne machen. Bla 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 bla. Item Detail Knopf 3, die er hier. Der Normalpreis, der höchste Verkaufspreis, der niedrigste Verkaufspreis. Kosten-Ex? Hä? Die kapiert natürlich kein Wort von dem, was sie eigentlich dort labert. So. Hier werden ein paar grundlegende Dinge erklärt. 100%, 125% mindestens. Man lernt nach der Zeit, die manchen Charaktere können so und so viel Prozent mehr zahlen, die anderen so und so viel und so muss man nach und nach händeln, dass man möglichst viel Geld raushaut. Später kommt dann auch noch dazu, dass die Leute einem was verkaufen wollen. Dann kommt noch dazu, dass sie Bestellungen aufgeben und so weiter und so fort. Wobei Bestellungen teilweise... naja. Und kaufen von denen, naja, kann sich richtig mies werden, wenn bestimmte Gegenstände... Da kommt später dann auch noch, wie nochmal, Preisverhältnisse. Allerdings erkläre ich das erst im nächsten, wie nochmal, Kapitel.
im nächsten Kapitel, ja, in 7 Tagen, weil ich habe auch was geplant in dem Spiel, und zwar alle, halt, jeder Tag kommt ein Tag dran. Das heißt, es kann mal vorkommen, dass eine Folge nur 5 Minuten dauert. Es kann allerdings auch vorkommen, dass eine Minute eine Folge mal einen Preis, der den Kunden wütend macht. Ja! Einmal muss man übertreiben. Einmal, wenn es noch nichts kaputt macht. Aber jetzt bin ich schon bei 1 Million. Okay, das reicht. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, Mist gebaut. Ein bisschen würde ich die erste Erklärung überspringen, aber die kann man, glaube ich, nicht überspringen. Wie die mich schon zur Sau machen will. Oh. Ich kann es doch überspringen. No? So, das waren die essentiellen Sachen. Nun solltest du es selbst tun. Hä, echt jetzt? Okidoki. So, das erste wird verkauft. Willkommen, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich hätte gern dieses. Am ersten Tag kann man nur das Walnussbrot verkaufen. Machen wir mal, das ist Hausbrauchen ungefähr rund 15% bis 20%. Gratulation, du hast es geschafft. Wow, ich habe was verkauft. Ich meine mich, Rakete. Ich habe Sachen verkauft an Leute. Scheiße. Ich bin gleich wieder da. Oder auch. Also. So, das sollte nicht mehr auftauchen. So. An Leute. Hey, Tia. Ich bin so glücklich. Ich hab's geschafft, Tia. Ich hab's geschafft. Papa, ich hab's geschafft. Der ist doch der Arsch, warum du erstmal in dieser kompletten Situation war. Und so habe ich angefangen, einen Item-Shop zu führen. Ach, ihr wundert euch, warum ich überhaupt angefangen habe, diesen Item-Shop zu starten. Ha, jetzt kann... Nun, das zu erklären, muss ich euch zeigen, wie Tia und ich uns das erste Mal getroffen haben. Ja. Man kann das, die Story in ein paar wenigen Sätzen zusammenfassen und dann hört sich alles nur genial an. Bitte. Easy Game Station Presents. A tale of a fairy. A girl. And how to run an item shop. Racketeer. Rakete? Rakete. Nee, nee, hier. Mal schauen. Ja, der Kalender sagt, dass es jetzt 3 Monate her ist, seit Papa gegangen ist. Er hat nur gesagt, ich gehe jetzt und werde ein Held. Und dann ist er ohne was weiteres zu sagen seine Sachen gepackt und ist abgehauen. Ich hoffe, er ist wirklich okay. Ich bin so einsam. Nun, ich sollte mir keine Sorgen darüber zu machen. Das Beste war, er ist ziemlich hart. So stark wie er ist, der wird schon okay sein. Hä? Papa? Der würde doch nicht klopfen. Klopfen, wer ist das? Hallo? Wer ist da? Huch, niemand dort. Warte, an meinen Füßen? Guten Abend. Sind Sie Mademoiselle Rakete Lemongrass? Mrs. Fee? Entschuldigen Sie mich, ich habe Sie eine Frage gefragt. Nochmal, sind Sie Rakete Lemongrass? Ja, ich bin Rakete. Gut, mein Name ist Tia, ich bin vom Finanzamt. Finanzamt?
Nun, wir sind hier, um die Zahlungen von dem Kredit ihres Vaters einzusammeln. Er hat uns... Hier ist der Contract. Hier sind meine Kontaktdaten und meine Identifikation. Kredit? Zurückzahlung? Hä? Nun, der Planer sagt, dass wir unser Geld... dass wir hier unser Geld zurückkriegen sollten. Wenn er nicht in der Lage sein wird, das Geld zurück sein werden, müssen wir dieses Haus jetzt nochmal zwangsversteigern, sag ich es einfach mal. Hä? Hä? Moment mal, was? Momo, aber Papa ist, nun, er ist nicht hier, ja? Das sehe ich jetzt. Auch. Monsieur Lemongrass verschwand, als er in der Nähe eines Vulkans war und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Mama, wie auch immer, hat uns auch weiter nicht kontaktiert und ist verschwunden. Verschwunden? Nun, sie sind wohl der diesen Haushalt führt. Was, Mama? Aber ich habe noch nicht einmal genug Geld, um hier zu leben. Für mich selbst. Gerade mal so. Nun, wenn dem so ist, dann müssen sie das Ganze halt in kleinen Raten abbezahlen. Ich könnte das Ganze wirklich mal abbezahlen, Gut. Mal sehen, wie kann... Halt. Ich frage mich, ob ich überleben kann mit zwei Internal Orangs? Halt. Waren das jetzt Orangen oder Organe? Spinat, wenn ich mein Blut spende? Oh mein Gott. Ich muss einzig Matrose werden. Oh Gott, was soll ich tun? Würden Sie mir mal eine Minute zuhören? Ich habe keinen Plan. Warum? Blablabla. Okay. Well, aber was? Absurde Methoden zu zurückzahlen, genau. Ich wurde hierher gesetzt wegen meinen Fähigkeiten, dass sie... Boah. Immer wieder einzelne wichtige Wörter, die ich nicht verstehe. Es reicht ja, wenn man die Grundstory kennt und es ungefähr übersetzen kann. Ich sag ja, ich bin nie 1 gewesen in Englisch. Aber ich habe noch nie in meinem ganzen Leben auch nur einen einzigen Tag gearbeitet. Nun, das Bearing Experience has nun Erfahrung haben hiermit nichts zu tun. Wie auch immer, solange sie entweder das, aber wenn sie nicht den Willen haben zu arbeiten, dann nehmen wir halt ihr auch Haus. Wenn sie nicht arbeiten wollen, dann müssen wir halt ihr Haus in Zahlung nehmen. Also, ich frage sie, dann muss ich sie fragen, ihnen sagen, dass sie das hier verlassen sollen. Also, in anderen Worten, wenn sie nicht arbeiten, kein Essen. Miss Lemongrass, was wollen Sie, arbeiten oder ihr Haus? Gut, dann werde ich arbeiten. Gut. Aber ich weiß noch nicht, was ich tun könnte. Aktuell, genau genommen, ich habe bereits eine Idee von meinen Augen. Dies hier ist doch eine Stadt mit sehr vielen Abenteurern, oder? Und ihr Haus ist in der Hauptstraße. Nun, wieso verwandeln Sie das Ganze nicht in einen Itemladen? Ein Itemstore? Was? Echt jetzt? In wenigen Worten, das Finanzamt. Papa hat einen Kredit gemacht. Geliehen. Der ist verschwunden. Finanzamt will jetzt das Geld zurück. Sie wollen ihr Haus finden. Sie arbeitet, eröffnet einen Itemladen, um die Schulden zurückzuzahlen. Das ist eigentlich die komplette Geschichte. Mademoiselle Lemongrass. Wieso ist die Fee eigentlich eine Französin? Ich meine, Mademoiselle ist doch französisch in der Richtung. Ich habe eigentlich ein bisschen Marktrecherche gemacht. Und jetzt ist sie anscheinend gegangen. Merkwürdig.
Of course. Natürlich wollte sie, aber... Warum so? Nochmal? Weiß sie? Ja. Sie zu fragen, ob sie ihren Laden umwandelt. Warnfeder. Ach, das arme Mädchen muss total verwirrt sein. Und dann auch noch auf der Spitze, dass ihr Vater möglicherweise... Hä? Mama, was ist denn da draußen? Bam, bam. Hehe. So viel zum das arme Mädchen, was total verwirrt sein muss. Jenes, es ist fertig. Ja. Oh, hey, Tiertchen, look, es ist fertig. Was ist das? Natürlich unser Schabla-Zeichen. Sieht es nicht cool aus? Ich meine, wir können keinen Laden führen, ohne so eins zu haben, weißt du? Well, nun, es ist schön gemacht, aber jedoch... Ja, das ist... Halt. It's always been good to make. Es ist immer gut. So, ich bin immer schon im Guten so gewesen in solchen Sachen. Ja, es ist... Ich meine, es ist schon schön, aber ich... Was ist das Problem? Weil der Name... Bist du sicher, dass ich... Was hast du dir dabei gedacht? Naja, Rakete und Tier, beide Namen stecken drin. Gut überlegt. Weil wir sind Partner, richtig? Das hast du gesagt. So habe ich Rakete und Tier zusammengepuckt und rauskam Rakete. Ist es nicht neat? Well, nun, ja. Da-da-da-da. Nun, wir öffnen jetzt einen Laden. So. Dann sollte doch... sollte das unseren Namen auch reflektieren, oder? Magst du es etwa nicht? Nun, das ist es nicht, aber... Nun... Okay, einverstanden. Racketeer, ho. Kapitalismus, ho, gepflegt. Racketeer. Der Racketeer. Racket. This job is going... Dieser Job wird wesentlich schwieriger, als ich ursprünglich gedacht hatte. Ich habe Angst. Wie ich ursprünglich befürchtete. Und so ist diese Fee in mein Leben eingetragen. Da, 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 da. Wie ist es nur möglich, den ganzen Tag zu schlafen? Wie nur? Tja. Lass uns das Beste tun, was sie können, okay? Oh, Rakete, wachen Sie auf! Ich wollte hier gerne sein, aber sonst habe ich ein Problem. Hä? What? Was? Wer war der Erste? Oh, Tier, guten Morgen! Die Uhr sagt nicht guten Morgen. Rakete, wie willst du einen... Du führst jetzt einen Item-Shop. Du musst lernen, dass du nicht die ganze Nacht mehr schlafen darfst. Hey, richtig. Warum in... Ich sag's mal so. Nicht meine Übersetzung. Warum zum Teufel? Wie viel lächelst du so sehr? Ich meine, du hast gerade... Ich meine, seit dem Schlaf ist dein Lächeln noch größer geworden. Ach, kein bestimmter Grund. Es ist nur... Ich habe sehr schöne Dinge in meinem Traum gesehen. Los, lass uns unser Bestes geben. Okay. Wasch dich jetzt mal selbst und dann treffen wir uns unten. Okay. Sag mal, schläft sie eigentlich in Klamotten oder wieso hat sie keinen Schlafanzug-Set an? So, wir haben jetzt ein Itemstoff, alles Zeug. Es ist ja cool und geil und so, aber was machen wir jetzt? Nun, das ist unser Judgment. Unsere Entscheidung. Entweder sitzen wir jetzt an der Theke und öffnen ihn sofort, oder wir reorganisieren diesen Laden und suchen nach einem neuen Zeug, was wir verkaufen können, in der Stadt oder sonst wo. Ja, das ist natürlich eine Art der Option. Welche sollen wir wählen? Das lässt sich einfach sagen. Run to a place like Model or Adap, something safety of... Das kann entscheiden. Zu entscheiden? Nee. Okay. So, wir haben ja bereits Tag 2. Startmenü. Warum braucht das? Hallo? Save. Okay, das heißt dann, wir sehen uns morgen wieder, Leute.
Wo zum... Ah, da ist es. Da 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 da.